Hallo bei Beamer4U, jetzt zeige ich euch die neue Kauber Red Label Tensioned Leinwand mit dem Peak Contrast S-Tuch. Es hat sich ja mittlerweile rumgesprochen, dass es nicht nur weiße Leinwände gibt, sondern eben auch graue Leinwände. Das stimmt auch, dass die Leinwand grau ist, aber diese Leinwände haben eben noch spezielle Faktoren, die eben das Bild im Heimkino um ein Wesentliches verbessern. Und wie das Ganze aussieht, möchte ich jetzt euch kurz zeigen, auch erklären. Zunächst zeige ich euch aber auch mal die Leinwand. Dazu lasse ich sie mal runter. Wenn es dann funktioniert, ist gut. Aber dann muss man auch noch den richtigen Knopf drücken. Dann geht es auch. Das ist jetzt die Red Label Leinwand mit dem Peak Contrast S-Tuch. So, jetzt hat sie gleich gestoppt. Was vielleicht zuerst auffällig ist, sie hat also eine graue Oberfläche, die Leinwand. Die graue Oberfläche bewirkt, dass eben der Schwarzwert vom Beamer viel besser dargestellt werden kann. Hätte die Leinwand jetzt aber nur so eine graue Oberfläche, dann wäre das eigentlich nur so eine Kontrastverschiebung. Das heißt, dass eben Schwarz besser dargestellt werden kann, aber dunkle Bildanteile würden dann genauso dunkler werden. Und das ist ja eigentlich nicht das, was man will. Man will ja eigentlich eine Kontrasterhöhung, ein besseres Bild erreichen. Erreicht man nach meiner Meinung mit dem Heimkinoprojektor, mit dem normalen Heimkinoprojektor in aller Regel nicht. Man hat natürlich eine gewisse Kontrastverbesserung, das ist klar. Habe ich 20% weniger Licht durch eine graue Oberfläche zum Beispiel, Gain 0,8 im Gegensatz zu Gain 1,0, also 20% weniger Licht, dann habe ich natürlich auch weniger Streulicht im Raum. Insofern habe ich natürlich auch einen Tick, einen besseren Kontrast. Den erkaufe ich mir allerdings dann auch mit einem wirklich viel deutlich flaueren Bild. Deswegen bin ich nicht so der große Freund von solchen Leinwänden. Wer vielleicht einen sehr, sehr hellen Projektor hat, vielleicht auch einen Präsentationsbeamer, da mag das manchmal die richtige Lösung sein. Oder wer wirklich so ein Schwarzwert-Fetischist ist, der kann natürlich auch eine graue Leinwand einsetzen. Ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Wie gesagt, ich stehe nicht so ganz drauf. Kommen wir zurück zur Hochkontrastleinwand. Also sie hat drei Wirkungsweisen. Das bedeutet einmal graue Oberfläche, habe ich schon erwähnt. Zweitens eine Gain-Anhöhung. Das bedeutet, hier ist eine Reflexionsschicht auf der Leinwand aufgetragen, die den Gain-Wert von der Leinwand, der wäre normalerweise, wenn diese Reflexionsschicht nicht auf der Leinwand wäre, vielleicht so bei 0,5 schätzungsweise. Aber dieser Gain wird wieder angehoben durch diese Reflexionsschicht auf ca. 1,0. Das habe ich auch nachgemessen. Also die Leinwand hat wirklich eine Spotmessung von 1,0. So. Dadurch habe ich einmal durch diese zwei Faktoren einen besseren Schwarzwert und die hellen Bildanteile bleiben genauso hell. Also habe ich schon eine größere Dynamik und insofern dann eben auch eine deutliche Kontrasterhöhung. Dritte Wirkungsweise. Die dritte Wirkungsweise ist die Filterwirkung von der Leinwand. Das bedeutet, Licht vom Beamer von vorne wird voll aufgenommen und von der Seite wird es nur abgemildert aufgenommen. Jetzt mache ich hier mal schnell eine andere Beleuchtung, damit man das Ganze vielleicht etwas besser sehen kann. Dazu schalte ich meine Taschenlampe ein. Ich hoffe, es kommt wieder auf dem Video gut raus. Von vorne sieht man also jetzt, wie das Beamer hier simuliert werden soll, das Beamerlicht simuliert werden soll von frontal auf die Leinwand. Also es kommt frontal auf die Leinwand. Und wenn ich jetzt den Abstand beibehalte, aber den Winkel ändere, dann wird es immer entsprechend dunkler. Ich denke, das sieht man ganz gut. Auch wenn ich jetzt hier nach oben gehe, dann wird entsprechend hier der Taschenlampenkegel immer dunkler. Ja, was bedeutet das jetzt? Jetzt machen wir mal wieder Licht. Das bedeutet, wenn man jetzt speziell eine Mischszene sich jetzt mal vorstellt. Man hat jetzt hier in der Mitte einen ganz hellen Planet und außenrum soll jetzt wirklich hier diese schwarze Weltall dargestellt werden. Jetzt wird bei einer weißen Leinwand Folgendes passieren. Die weiße Leinwand hat ja nicht diese Eigenschaften, diese Filterwirkung wie die Hochkontrastleinwand, sondern jetzt würde von diesem hellen Planeten das Licht diffus von dieser weißen Leinwand in alle Richtungen praktisch gleich weitergeleitet werden.
Das bedeutet Licht auf der hellen Wand im Wohnzimmer, an der Decke, auf dem Boden. Das Problem ist, dass das Licht, das ist eben hier von der Leinwand wieder auf die Wände gestrahlt wird, dass das Licht wieder zurückkommt. Und das Licht erhellt dann eben Bereiche von der Leinwand und im schlimmsten Fall sind es dann eben dunkle Bereiche, wie so ein dunkles Weltall. Da kann man sich vorstellen, was dann daraus wird. Dann wird nämlich aus diesem Weltall eine Milchstraße und es sieht dann grau aus und wird dann eben entsprechend unansehnlich. Bei der Hochkontrastleinwand ist dieser Effekt viel besser, weil wir ja hier diese Filterwirkung haben, die dann eben das Licht von diesem, wenn man sich jetzt hier vorstellt, so einen hellen Kegel von, wir gucken es uns nachher auch mal live an, wenn ich einen Beamer anschalte, wenn wir hier so einen Planeten haben in der Mitte, der dann eben das Licht entsprechend nicht in alle Richtungen weiterleitet, weil die Leinwand eben richtungsabhängig ist und somit bleibt dann dieser hohe Kontrast von dieser Leinwand oder beziehungsweise auch vom Beamer dann entsprechend erhalten, weil eben kaum Streulicht mit so einer Leinwand entsteht. Und das ist eigentlich so der große Faktor oder der große Gewinn von so einer Hochkontrastleinwand. Also es nützt eigentlich nichts, wenn man sich jetzt einen schönen teuren Beamer für 5.000 Euro oder für 10.000 Euro kauft oder vielleicht auch einen Epson 9300, auch ein sehr gutes Bild macht. Und dann hat man die falsche Leinwand im Wohnzimmer. Das ist dann echt schade, weil das ist so, als wenn man mit dem Ferrari vielleicht immer nur auf dem Acker fährt, dann kann man eben das Auto nicht wirklich genießen. Da ist es dann halt besser, man kauft sich einen Traktor. Bloß als Veranschaulichung. Ja, deswegen bin ich ein großer Freund von Hochkontrastleinwänden. Für mich sind die Leinwände auch zeitgemäß, weil es muss nicht immer eine weiße Leinwand sein, sage ich manchmal auch. Man sieht es manchmal auch in so TV-Sendungen bei Konferenzsälen oder von so, wenn so Politiker so Konferenzen machen, da sieht man im Hintergrund auch oft so eine weiße Leinwand, da wird draufgestrahlt und was sieht man? Fast nichts. Gestern war ich beim Erste-Hilfe-Kurs, habe den mal wieder ein bisschen aufgefrischt. Ist ja schon ein paar Monate her, dass ich meinen Führerschein gemacht habe. Und was wurde mir da gezeigt? Ja, klar, Projektor auf weiße Wand. Und ich sitze ungefähr 10 Meter davon weg und konnte es kaum erkennen. Muss eigentlich nicht sein. Eigentlich braucht das Rote Kreuz eine Spende, um hier das etwas besser darstellen zu können. Ja, deswegen würde ich sagen, steigen wir mal ganz kurz ein, aber in Bilder, also dass man wirklich auch sieht, wie die Leinwand wirkt. Aber zunächst möchte ich euch zeigen, was so die Vorzüge von der Kauber Red Label Tensioned Leinwand sind. So, dann würde ich sagen, dann schauen wir uns jetzt mal die Leinwand im Detail an. Was sofort bei der Leinwand mit Seilspannung hier auffällt, ist, dass sie ein sogenanntes Double-Tension-System hat, also zu Deutsch eine doppelte Seilspannung. Warum macht das Kauber? Nun, man muss wissen, dass das Tuch, das P-Contrast S, ein Tuch ist, das gut behandelt werden will, wenn man es mal so sagen darf. Das ist nicht so einfach, wie man sich das so immer vorstellt, dass das einfach so eine aufgerollte Markise ist, also eine Welle und dann ist da ein Tuch aufgewickelt und das lässt man dann eben runter und es nennt sich Leinwand. Nein, so ist es nicht. Es ist wirklich deutlich komplizierter. Also es fängt schon bei der Welle an, dass die Welle eben hundertprozentig gerade ist, dass der Ansatz möglichst, wo das Tuch angesetzt wird, auch noch eingefräst ist und nicht einfach eine Rundung ist, weil man sonst bei der doppelten Lage dann oder bei der nächsten Lage dann entsprechend hier große Abdrücke hat, die man dann auch im Bild sieht. Deswegen hat sich hier Kauber sehr viel Mühe gemacht und hat dieses Double-Tension-System hier eingeführt. Zum Anfang war das noch nicht der Fall. Man sieht jetzt also hier im Detail hier diese Lasche, die wird dann hier gespannt. Also hier hat man diesen Fallstab, der dann entsprechend Gewicht und Spannung dann eben aufs Tuch bringt, einmal nach unten und dann entsprechend auch seitlich. Jetzt kann man natürlich einwenden und sagen, ja, jetzt hat man hier das zweite Seil, aber das ist ja hier gar nicht in dieser Lasche drin. Ja, das ist richtig. Hier geht es einfach darum, um auch die Planlage zu gewährleisten und zwar dann im oberen Bereich der Leinwand, also im Bereich von dieser Maskierung. Jetzt versuche ich das mal darzustellen, dass die Leinwand wirklich absolut plan ist. Hier ist keine Welle, hier ist keine Beule, hier ist einfach nichts. Die Leinwand ist absolut plan
Und genau so soll es auch sein. Warum ist das auch so wichtig? Bei einer weißen Leinwand ist es gar nicht mal so hundertprozentig wichtig, wenn man von einer kleinen Welle ausgeht bei einer weißen Leinwand, dann ist es so, dass hier diese Wellen im Abstand von 3-4 Meter nicht wahrgenommen werden können oder kaum. Aber bei einer Hochkontrastleinwand simuliere ich das mal von hinten. Wenn man sich jetzt vorstellt, sieht man das hier im Bild, ja, so ein bisschen. Jetzt habe ich hier meinen Finger reingesteckt. Wenn jetzt hier ein Winkel entsteht, wir haben ja vorhin gesehen, die Leinwand ist also winkelabhängig. Und man würde jetzt hier ein Bild drauf strahlen, von mir aus eine Wolke, eine weiße. Dann gibt es jetzt hier in diesem Bereich, wo ich jetzt hier diese Beule habe, eine Winkeländerung. Und das bedeutet, das sehe ich wirklich ganz genau im Tuch. Habe ich nur eine ganz kleine Welle, die man kaum sieht, so wie jetzt, nur vom Nahen, dann sieht es nachher bei 3-4 Meter Abstand so aus, als ob hier so eine Schliere ist. Ist aber gar keine Schliere, sondern ist eine Mini-Welle. Und ja, das sollte natürlich nicht sein. Deswegen gibt sich Kauber, wie gesagt, sehr viel Mühe. Und wenn hier an so einer Leinwand also eine Welle ist, dann ist das auch wirklich ein Reklamationsgrund, ein berechtigter Reklamationsgrund. Und dann muss auch die Leinwand ausgetauscht werden. Vielleicht kann man auch an der Seilspannung noch etwas korrigieren oder einstellen. Aber grundsätzlich muss so eine Hochkontrastleinwand nach meiner Meinung wirklich 100% plan sein. Das ist, wie gesagt, hier bei der Kauber P-Kontrast S wirklich gegeben. Hier unten habe ich vorhin schon etwas gesehen. Da sieht man den Fallstab und entsprechend kann man dann auch hier an dieser Stelle, wenn man hier diesen Nippel abnimmt, könnte man auch noch, wenn es mal erforderlich sein sollte, auch die Planlage dann noch mal etwas justieren. Sollte aber eigentlich im Großen und Ganzen nicht passieren. Jetzt schauen wir uns das Gehäuse noch an. Bei mir kann man das Gehäuse nicht sehen, weil ich hier solche Samtbahnen habe, um hier den Schwarzwert noch etwas zu verbessern im Raum. Aber es gibt die Leinwand, die heißt, wie gesagt, ja, Red Label. Beuge ich mich mal zu dem Kasten. Der sieht also so aus. Mal von der Seite mal anschauen. Jetzt sieht man den von der Seite, hat so eine elliptische Form, kann man sagen. Und dann entsprechend, daher kommt auch der Name Red Label. Das sind also hier solche Kunststoffleisten, kann man sagen. Oder ja, die kann man auch abziehen entsprechend. Dann ist der Kasten weiß. Weil viele oder die meisten Kunden möchten es eigentlich in weiß haben. Es gibt aber auch blau, grün und gelb. Also die drei Farben könnte man wählen, wenn einem das gefällt vom Design her. Dann ist es also sicherlich eine ganz gute Sache. Hat auch kaum jeder. Oder nicht jeder, besser gesagt. So, dann Rückseite von der Leinwand. Hier sieht man das Bügelsystem von der Leinwand. Ist also eine schicke Sache. Man nimmt einfach den Bügel, klipst den oder bohrt den, verdübelt den an der Decke oder an der Wand. Dann kann man die Leinwand einfach schnappen, einhängen und hier hinten dann entsprechend in dieser Profilschiene, die wir jetzt hier sehen, entsprechend dann noch verschieben. Und dann hat man hier noch solche kleinen Madenschrauben und da wird das Ganze dann fixiert. Noch etwas bei der Leinwand, was nicht jede Leinwand hat, das ist eben hier, der Leinwandauslass ist vorne. Also bei den meisten Leinwänden ist, wenn man von unten schaut, eben im hinteren Bereich dann entsprechend der Leinwandfall. Aber hier kommt die Leinwand, also wie gesagt, vorne raus. Man kann übrigens hier auch an diesen Haltebügeln, die kann man einstellen in der Höhe. Also man könnte, wenn man jetzt eine schiefe Decke hat, könnte man das dann auch noch mit diesem Halter hier entsprechend korrigieren. Zum Vergleich zeige ich jetzt noch ganz kurz, auch wenn es nicht ganz das Thema ist, hier die Blue Label Tensioned oder Kauber Tensioned Leinwand. Das ist jetzt das etwas günstigere Modell. Wie man sieht, hat es hier einen silbernen Kasten. Die Bügel, die werden jetzt direkt an die Decke oder Wand geschraubt
und dann wird entsprechend die Leinwand montiert. Man kann den Bügel natürlich auch umdrehen, das heißt, dass diese Lasche hier nicht nach außen zeigt, sondern nach innen, dann ist es auch eine schicke Sache. Der Unterschied ist auch nochmal, Leinwandfall ist jetzt hier wie bei fast allen Leinwänden entsprechend hinten und nicht vorne. Das wäre jetzt also diese etwas günstigere Version. Also es hat sich in letzter Zeit gezeigt, es wird gerne von Kunden genommen, die eben sagen, okay, das baue ich mir sowieso eine Decke ein, dann kann ich mir den Aufpreis hier zur Red Label sparen und kann dann hier mit der etwas günstigen Version von Kauber hier das Gleiche erreichen, weil technisch gesehen vom Bild her sind beide Leinwände dann entsprechend identisch. Die Leinwand, wie wir sehen, hat einen weißen Fallstab. Man kann den Fallstab auch in anderer Farbe bekommen, das heißt in Schwarz. Man kann aber auch, mein Tipp, bevor ich mir den in Schwarz bestelle, kann ich mir auch so ein Klebeband bestellen, so ein Samtklebeband, und kann mir das für, ich weiß nicht, 10 Euro, wenn es so ungefähr kommt hin, für 10 Euro hier diesen Fallstab entsprechend schwarz machen. Und sieht sogar besser aus, als wenn das lackiert ist, weil das auch nochmal etwas mehr Licht schluckt. Jetzt wollen wir uns die Peak Contrast S-Leinwand in Aktion ansehen. Wir sehen jetzt hier eine weiße Leinwand und sehen schon, wie in dieser Szene das Streulicht wirkt. Ich habe hier die Vorhänge etwas aufgezogen, ansonsten ist kein Licht im Raum an und nur eben diese kleine weiße Fläche links und rechts wirkt auf das Bild. Und wir sehen, wie hier der Kontrast eben entsprechend oder auch der Schwarzwert hier deutlich beeinflusst wird. Man sieht es hier in dieser Nahaufnahme, dass das Bild dann eben milchig wird bzw. grau wird. Und wenn jetzt gleich die Peak Contrast S runterfährt, werden wir sehen, dass entsprechend der Schwarzwert deutlich steigt und die hellen Flächen bleiben genauso hell. Die Belichtung der Videokamera regelt hier natürlich automatisch etwas nach, aber man muss wissen, wenn man jetzt hier von weiter hinten schaut, so wie jetzt eben das Bild aussieht, dann sieht man auch, dass hier wirklich ein großer Unterschied ist. Man sieht es jetzt hier in der Videoszene nicht ganz so deutlich, wobei man jetzt auch schon etwas sieht, dass eben das Weltall etwas grauer wird, und man sieht auch hier jetzt links und rechts entsprechend das Streulicht von der weißen Leinwand, die eben jetzt hier von dem Beamer befeuert wird. Aber in der Nahaufnahme sieht man besser, wie hier das Tuch auf diese Lichtsituation entsprechend reagiert. Ja, und jetzt stellt euch vor, ich habe jetzt hier nur eine kleine Fläche mit diesen Vorhängen im Prinzip für das Streulicht freigegeben. Ansonsten ist es ja wirklich ein total dunkler Raum. Man würde die gleiche Szene jetzt in einem hellen Wohnzimmer sehen, wo man eben helle Flächen hat, die das Licht dann entsprechend auf die Leinwand zurückbringen. Dann kann man sich vorstellen, wie das hier entsprechend auf diese Szene wirkt. Also mit diesem hellen Feuerball hat man im Prinzip ein hell erleuchtetes Wohnzimmer, und dieses hell erleuchtete Wohnzimmer würde dann dieses Weltall so deutlich aufhellen, dass es dann im Prinzip unansehnlich wird. Und mit der Hochkontrastleinwand ist eben dieser Effekt praktisch sehr stark abgemildert. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es gar keinen Einfluss mehr hat, aber es ist viel, viel besser. Und deswegen ist so eine Leinwand für mich wirklich auch zeitgemäß. Jetzt können wir uns die ganze Szene noch einmal anschauen, jetzt mit der Hochkontrastleinwand. Achtet auf das Streulicht, und gleich werden wir die gleiche Szene sehen, dann entsprechend mit dem normalen weißen Tuch. So, ich hoffe, ich konnte euch etwas überzeugen, was jetzt so Hochkontrastleinwände eingehen. Also für mich ist das ein sehr wichtiges Thema hier, weil ja, ich finde, dass es sich noch nicht hundertprozentig durchgesetzt hat in vielen Köpfen, woher auch.
wenn es der Fachhandel den Kunden nicht sagt, woher sollen sie es dann wissen? Man denkt halt, weiße Leinwand ist das Normale, aber wie ich immer sage, es geht deutlich besser. Und ich hoffe, dass ich das euch hier auch in diesem kurzen Video zeigen konnte. Ich will noch mal ganz kurz auf die Red Label von Kauber eingehen. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass die Leinwand über einen Somfy-Motor verfügt. Der Somfy-Motor, der ist also wirklich problemlos. Also ich habe seit Jahren kaum Probleme mit diesem Motor. Also man weiß, der ist wirklich zuverlässig. Man kann den Stopp von dem Motor einstellen. Das heißt, man hat dann hier so einen Stab und kann dann entsprechend auf der Motorseite den Stopp einstellen. Man sollte allerdings, wenn man, also im Standard ist der Vorlauf 30 cm, hier dieser schwarze Vorlauf, und man sollte allerdings nicht mehr als ca. 10 cm von diesem Vorlauf hier begrenzen. Also wenn er 30 cm ist, sollte man ihn also maximal auf 20 cm stellen, weil die optimale Planlage wird immer bei voll ausgefahrener Maskierung bzw. voll ausgefahrener Leinwand gewährleistet. Was nicht heißt, dass die Leinwand, vielleicht jetzt auch meine hier, mit 10 cm Vorlauf dann auch plan wäre, aber es könnte sein, man hätte dann irgendwie eine kleine Falte oder Beule, und das will man natürlich nicht. Wenn ihr also die Leinwand passgenau haben wollt, ist das bei Kauber überhaupt kein Problem. Ihr kriegt die Leinwand bis normalerweise maximal 50 cm Vorlauf. Im Standard hat sie 30 cm Vorlauf. Was hier noch ausgesucht werden kann, ist dann auch die Leinwandgröße. Ihr könnt die auf einen Zentimeter genau bestellen. Das heißt, also wenn ihr sagt, ich hätte gern 2,29 Meter, dann ist das kein Problem. Der Preis richtet sich dann immer nach der nächsthöheren Standardgröße. In diesem Fall wäre das dann eben entsprechend 2,30 Meter. Die Leinwand gibt es im Moment bis zu einer Bildbreite von 290 cm. Also entsprechend wirklich Bildmaß. Tuchmaß ist dann 3 Meter. Aber es wird mit Sicherheit auch noch größere Leinwände im Angebot geben, was die Elektrobildwände angeht. Da arbeitet Kauber auch noch dran, dass wir hier auch noch größere Leinwände entsprechend dann auch anbieten können. Also qualitativ ist es wirklich eine sehr, sehr hochwertige Leinwand. Wie gesagt, kommt aus Europa, also aus Polen. Das Tuch hat, ist manchmal auch so ein Thema, einen dezenten Geruch. Ich sage immer, alle Vinyltücher haben auch eine gewisse Ausdünstung. Also damit muss man einfach leben. Aber nach ein, zwei, drei Tagen ausdünsten, also das heißt die Leinwand ausfahren, hängen lassen, hat man eigentlich wirklich das meiste überstanden. Es kommt natürlich darauf an, wie fein eure Nase ist. Das ist auch klar. Aber im Gegensatz zu manch anderen Leinwänden, die wirklich ein bisschen aggressiv riechen, möchte ich schon sagen, und man weiß dann bei diesen Leinwänden meistens auch gar nicht, was drin ist, da ist die Kauber also wirklich sehr, sehr gut. Was ich in den Foren immer wieder so ein bisschen lese, manchmal kommen dann auch die Kunden her, weil sie sich natürlich in Foren informiert haben, ist das Thema Blickwinkelstabilität. Und was mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen ärgert, sage ich mal ganz offen, ist, wenn es immer so dargestellt wird, als ob man so eine Leinwand nur gut nutzen kann, wenn man also ganz genau in der Mitte sitzt. Also da, wo jetzt im Prinzip die Kamera steht. Und würde man dann so ein bisschen links und ein bisschen rechts sitzen, dann hätte man kein gutes Bild. Mit dem Vorteil möchte ich mal ein bisschen aufräumen. Also ich lasse hier immer, wenn die Kunden da sind, zeige ich die Leinwand, erkläre alles, so wie ich euch das im Video hier auch gezeigt habe. Und dann sage ich, bitte stehen Sie mal auf. Jetzt schauen Sie sich bitte mal das Bild an. Gehen Sie bitte mal hier nach rechts, nach links. Wir haben hier 4 Meter. Ja, schauen Sie sich das Bild bitte an. Und dann sieht man natürlich schon, wenn man ganz genau schaut, eine kleine ungleichmäßige Ausleuchtung, dass das Bild dann vielleicht einen Tick dunkler wird. Okay, aber das ist auch alles. Aber im Normalfall sitzt man doch im Heimkino eigentlich zentral vor der Leinwand, und man hat normalerweise 2-3 Meter, maximal 4 Meter vielleicht, wo man dann eben auf die Leinwand schaut. Es ist wahrscheinlich höchst selten, dass jemand wirklich in so einem steilen Winkel, wie ich jetzt hier zur Leinwand stehe, auf die Leinwand schaut. Und selbst dann, ich sehe hier immer noch das Bild, es ist einfach nur dunkler. Das wollte ich eben auch nochmal erklären. Also da braucht man eigentlich keine Angst haben, wenn man sich so eine Hochkontrastleinwand zulegt. Man kann also wirklich entspannt schauen. Man muss nicht hundertprozentig in der Mitte sitzen. Nächstes Thema,
wo man ein bisschen aufpassen muss bei den Hochkontrastleinwänden. Die haben natürlich auch Nachteile, darauf möchte ich gerne eingehen. Einmal ist die Glitzerthematik, die lässt sich leider im Video nicht darstellen. Viele Leute, die hierher kommen, muss ich eigentlich darauf hinweisen, wo das Glitzern zu sehen ist, weil sie es eigentlich gar nicht sehen. Man sieht es sowieso nur in hellen Szenen, in einer Wolkenszene zum Beispiel, dass es dann so ein bisschen, ich sag mal, glitzert, ja, ist aber wirklich zu verschmerzen. Also man sieht es wirklich kaum. Und bei der Hochkontrastleinwand hier von Kauber ist es also sehr, sehr dezent. Also da gibt es andere Leinwände, da fällt es richtig krass auf, wie es glitzert, aber hier ist es also wirklich nicht der Fall. Wer es nicht glaubt, einfach herkommen und testen. Was auch noch oft gefragt wird, ist, wie ist es mit der Beamer-Aufstellung? Optimal ist es natürlich durch diese Richtungsabhängigkeit von der Leinwand, wenn im Prinzip die Beamer-Linse genau hier, so ungefähr auf die Mitte von der Leinwand schaut. Dann wäre das im Prinzip optimal, weil die Leinwand ist ja richtungsabhängig. Das heißt, wenn also der Beamer zum Beispiel völlig aus der Mitte hängen würde, als Beispiel hier auf dieser Flucht, dann hätte ich natürlich hier immer die hellste Stelle vom Bild und nach hinten wird es immer dunkler werden. Und das ist also wirklich zu vermeiden. Da kann ich also wirklich sagen, das sollte nicht der Fall sein. Also der Beamer sollte horizontal, also wirklich in der Mitte von der Leinwand stehen. Wenn der Beamer, wie es normalerweise im Wohnzimmer ist, über der Leinwand hängt, also als Beispiel auf der Höhe, und er strahlt dann eben auf 4 Meter dann in einem kleinen Winkel hier auf die Leinwand runter, dann ist es überhaupt kein Problem, weil der Winkel ist dann nicht so steil. Wo man auch aufpassen muss, ist, wie weit steht der Beamer von der Leinwand weg. Da gibt es diesen Faktor 1,5. Das heißt, wenn die Leinwand 2 Meter breit ist, mal Faktor 1,5, das ist dann also 3,50 Meter, dann sollte der Beamer ungefähr 3,50 Meter von der Leinwand entfernt stehen, weil umso näher der Beamer an der Leinwand steht, also stellen wir mal vor, hier dieser Stab wäre jetzt die Beamerlinse, umso näher ich an die Leinwand komme, umso steiler wird der Winkel. Umso weiter ich weggehe, umso flacher wird der Winkel und umso besser wird dann die Leinwand homogen ausgeleuchtet. Deswegen ungefähr Faktor 1,5. Ich habe auch schon öfters unter 1,5 verkauft, habe das auch ausprobiert. Also das ist jetzt nicht so wie so eine Abrisskante, wo man sagt, okay, wenn du 2 cm unter 1,5 bist, dann sieht man nichts mehr. So ist es nicht, sondern das ist natürlich fließend. Ja. Aber als Faustregel 1,5. Umso weiter der Beamer wegsteht im Prinzip, umso besser ist es dann für die Homogenität, für die Ausleuchtung von der Leinwand. Das waren jetzt auch nochmal so ein paar Nebeneffekte oder die, kann man sagen, die Kriterien von dieser Leinwand beziehungsweise die schlechteren Effekte, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ich hoffe, das ist gut rübergekommen. Man braucht eigentlich bei den Leinwänden keine große Angst haben. Also ich muss sagen, selbst die Stuart-Leinwand, die StudioTech 130 zum Beispiel, die ich jetzt hier im Hintergrund hängen habe, die hat ja auch eine kleine Gainerhöhung mit Gain 1,3 und wenn ich da genau drauf achte, dann sehe ich hier auch ein Glitzern. Mich persönlich stört es eigentlich nicht, weil ich habe dadurch jetzt bei der StudioTech-Leinwand auch eine höhere Bildbrillanz und das freut mich natürlich. Ja, wie gesagt, und bei diesen Leinwänden hier ist wirklich kaum ein Glitzern wahrzunehmen. Deswegen kann ich euch die Leinwand also wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich hoffe, dass auch noch viele Händler Interesse an der Leinwand zeigen werden, weil, wie gesagt, ist zeitgemäß. Ich denke, sie ist auch vom Preis-Leistungs-Faktor wirklich sehr, sehr interessant, wenn man so schaut, was es an Konkurrenz gibt. Es gibt natürlich günstigere Leinwände, aber man muss immer auch die Qualität und die Bildqualität, kann die Planlage gewährleistet werden, wo kommt die Leinwand her. Das muss man alles so ein bisschen berücksichtigen. Und wenn man das tut, dann denke ich, ist die Leinwand von Kauber wirklich ja, sehr, sehr empfehlenswert. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen vermitteln, was Hochkontrastleinwände angeht, was die Vorzüge von so einer Leinwand angeht, was die Red Label angeht, wie sie aussieht. Wenn ihr Fragen dazu habt, irgendwas nicht verstanden habt, fühlt euch frei, ruft mich an, kommt vorbei und wir können uns entspannt die Leinwand gerne zusammen anschauen. Okay, das war's von mir von heute. Dann bis bald. Ciao, ciao.